meine neueste Frage bei Facebook gelesen. Na, dann schieß mal los. Manuel fragt bei Facebook, ist DSDS nur Zeitverschwendung und sinnlos? Also ich sag mal ehrlich, ich halte von den Shows nicht mehr viel. Irgendwie ist das immer jedes Jahr das Gleiche. Und die Stars werden danach sowieso wieder vergessen. Das mag vielleicht sein. Dafür haben sie aber, während die Show läuft, den Fan wie ein Superstar. Deswegen heißt es ja auch Deutschland sucht den Superstar. Wo soll ich denn das wissen? Sag mal ehrlich, wenn du hingehst, hast du voll den DSDS-Stempel drauf. Und ganz ehrlich, zähl du mal die letzten vier DSDS-Stars auf. Mal gucken, ob die noch an die erinnern kannst. Digga, was sagst du da eigentlich? Du warst doch selber bei das Supertalent. Seit wann? Was seit wann? Seit wann interessiert jemand deine Meinung? Halt deine Fresse! Wir beide schon wieder ziemlich laut. Er hat schon recht mit dem, was er sagt, aber er wird auch eine Klitzekleinigkeit nicht vergessen. Die wäre? Ausnahmen bestätigen die Regel. Genau wie ich, Mann. Ich komme aus dem Ghetto und bin trotzdem schlau. Anyway, es gibt so viele Talente da draußen, die nicht die Möglichkeit haben, der Welt ihr Talent zu zeigen. Für die ist DSDS und auch das Supertalent die perfekte Chance, ihr Talent unter Beweis zu stellen. Ja, aber ganz ehrlich, Justin Bieber ist zum Beispiel auch durch YouTube bekannt geworden. Ganz ehrlich, sowas wie DSDS, das braucht doch keiner mehr. Ja, okay, Justin Bieber, aber es gibt noch tausend andere Leute. Außerdem, was willst du eigentlich? Dein Bekanntheitsgrad ist durch das Supertalent doch auch voll gestiegen, Mann. Ja, stimmt schon, aber trotzdem DSDS, ich weiß nicht, Mann. Da musst du halt dafür sorgen, dass du was Besonderes bist. Justin Bieber hat auch nur wie tausend andere seine Videos bei YouTube hochgeladen. Paul Smith ist auch nur wie tausend andere zum Supertalent gegangen. Doch beide haben es geschafft, sich von der Masse abzuheben. Du musst dafür sorgen, dass du was Besonderes bist. Ganz einfach. Deswegen würde ich nicht einfach behaupten, dass solche Castingshows wie DSDS und das Supertalent sinnlos sind. Es kommt immer auf dich an. Amen, Alter! Nicht schlecht, Mann. Du hast echt geschafft, mich vom Gegenteil zu überzeugen, Mann. Ich sag dir eins, Alter. Dieser Junge hat den Intelligenzquotienten eines Harvard-Studenten, Mann. Ey, hier, Berg, vielleicht solltest du zu das Supertalent gehen und einfach mal deine Intelligenz präsentieren, Mann. Ja, genau, Berg. Warum machst du eigentlich? Seid ihr beiden bescheuert? Ich verschwende doch nicht meine Zeit mit solchen sinnlosen Kram. Stelle deine Fragen an L, Rüd und O. Der eiskalte Plattenproduzent. Was? Wie sieht denn das eigentlich mit meiner Gehaltserhöhung aus? Ja, was denn für eine Gehaltserhöhung? Sie haben doch gesagt, dass ich mehr Gehalt bekomme, wenn Sie mit mir zufrieden sind. Ja, aber wie kann ich denn mit jemandem zufrieden sein, der mehr Gehalt haben will? Naja, Leute, was wir hiermit eigentlich nur sagen wollten, ist, dass ihr alles schaffen könnt, was ihr wollt. Ihr müsst einfach nur fest dran glauben. Niemals aufhören zu probieren, denn probieren geht über studieren. Glaube ich zumindest. Naja, die Leute, die vom Model Contest weiterkommen sind, die 7 Stück, die müssten jetzt einen neuen Spot produzieren. In diesem Spot können sie komplett machen, was sie wollen. Der Spot darf nur nicht länger als 1 Minute sein. Diesen Spot werden sie präsentieren und ihr stimmt dann ab, wer der Champion ist. Und wisst ihr, was passiert mit dem Champion? Oh ja, Leute, mit dem passiert was richtig Cooles. Aber ich will noch nichts verraten. Und nach dem Contest gibt es einen neuen Contest. Und der geht mehr an die Musiker. Also bleibt dran, Leute. Haut rein! Herr Eiskalter Plattenproduzent? Was? Das ist doch besser.